Ja, hallo. Heute, bevor ich morgen dann wirklich mal wieder umfangreicheres mache. Ja, Arbeitstag, dann noch ein Vorstellungsgespräch. Das heißt, ich spiele euch heute nur mal kurz etwas ein. Ausführlicher dann wieder morgen. Aber ich lege euch auch noch mal, gestern hatte ich ja Ärzte für Aufklärung empfohlen, Anwälte oder Rechtsanwälte für Aufklärung. .de ans Herz. Da findet ihr wirklich vielfältige Informationen auch im Hinblick auf Maske, Maskenpflicht und so weiter. Also so wie es die Ärzte für Aufklärung gibt, gibt es ja auch die Anwälte, die Rechtsanwälte für Aufklärung. Wenn man das eingibt, bekommt man umfangreiche Informationen. Da sind auch Videos im Netz gewesen, also nicht etwa der Link, sondern die Originalvideos, die ich jetzt nicht gebracht habe, aber eben ich beschränke mich im Moment eben auch auf das, wo ich denke, es ist gerade ganz wichtig und wesentlich. Ja, weil sonst wären das jeden Tag mehrere Stunden Material. Okay. Ich bringe euch jetzt mal, auch wenn ihr die Sprache nicht versteht, Weißrussland, Belarus, Lukaschenko, ja, Antennen einschalten, Intuition an. Die Zahl werdet ihr verstehen, also auch wenn ihr die Sprache nicht könnt, ihr werdet die wesentliche Info, ich übersetze auch nicht, ein bisschen könnte ich das tatsächlich, aber ich glaube, es ist nicht nötig, weil es geht ja in erster Linie um die Summe, die genannt wird, nochmal im Hinblick auf Bestechung, Bezahlung der Nation im Hinblick auf den Lockdown. Also, wachen Geist und dann versteht ihr schon, denke ich, kann man gut benutzen im Hinblick auf, stimmt das überhaupt alles? Gibt es da Beweise, Belege, dieses Video? Und wie gesagt, die wesentliche Info, Covid, Lockdown und eben die Summe, die Zahl, werdet ihr auch verstehen, wenn ihr die Sprache nicht könnt. Председатель Нацбанка, главный переговорщик с Международным валютным фондом. Как здесь обстоят дела? Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос? Ja, Millionen Dollar Finanzierung, habt ihr alle verstanden? Na komm. Ja, schade jetzt. Ich fange nochmal von vorne an, okay? Gut. Tut mir leid für die Panne, also los geht's. Millionen Dollar Finanzierung ist zu verstehen. Было заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос? При этом хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования. Вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как Виталий. Слушайте, я не хочу, чтобы, не дай бог, повторилась ситуация в Беларуси, как Виталий. У нас своя страна, своя ситуация. Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил у Минздрава. А МВФ продолжает требовать от нас, вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость? Also weiter geht's und Quarantäne, also man kann die entscheidenden Wörter verstehen. Da weiter eben, weiter geht's, fortführen, Fortsetzung und Quarantäne, Quarantäne, also die wesentlichen Wörter versteht jeder, sind Internationalismen und ich habe es euch jetzt einfach mal eingespielt. Entschuldigung für die Panne. Es ist, glaube ich, auch noch im Netz zu finden, wer da ein bisschen praktisch die Suchbegriffe eingibt. Ich wiederhole es jetzt nicht, auch wenn da jetzt leider ein Patzer dazwischen ist. Ich bin eben nicht professionell und ja,
werde mich aber bemühen. Ich mache das jetzt im Moment auch wirklich. Ich habe kaum Zeit. Wenn da wieder ein bisschen mehr Zeitfenster ist, dann bemühe ich mich natürlich, dass so eine Panne jetzt hier mit einer Unterbrechung da nicht reinkommt. Aber ich wollte euch die Info gern geben. Ich mache es jetzt auch nicht nochmal neu. Das Wesentliche ist zu verstehen und darauf kommt es ja an. Also, liebe Grüße von mir.